Folge 10 Infamous. Wir müssen ein Verbrechen aufklären. Drohne. Das ein. Ah. Jetzt fährt er mich hier voll in die Anmoderation. Das ist ein Neon-Verbrecher offenbar. What? Au, 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 au. No, it's get the conduit! Jeez! And good luck with that. Oh, da ist aber echt was los in der Gegend. Was ist denn hier? Was geht denn hier ab? Das ist krass. Das ist geil. Eigentlich wollten wir doch nur gemütlichen Tatort angucken. Jetzt kommen die hier mit Schießerei und so ein Scheiß. Szenen wie in deutschen Wohnzimmern, Sonntagabend. Dann gab es wieder keine. Ich wollte nur den Tatort anschauen und dann kam ein Betonmonster. Du bist nicht so der Tatortschauer, oder? Ich bin der totale Tatort-Fan. Glaube ich dir nicht. Ich habe noch nicht einmal in meinem Leben Tatort gesehen. Ernsthaft? Ja. Ich weiß nicht, ich assoziiere Tatort anschauen mit bald ist es vorbei. Genauso wie Sportschau, das kann ich mir auch nicht anschauen. Sportschau ist super. Jetzt ist es aber auch bald vorbei. Jetzt brauchen wir hier erstmal wieder Rauch. Wobei, ich habe ja sogar noch... Du kannst doch das Auto sprengen. Aber nicht ohne Rauch. Insofern. Ah, you better run. Na schön. Wo sind der mit dem MG? Au, oh. Ja. Das nervt halt, dass man jetzt aus der Situation kann ich doch nicht weiter schnell nach oben springen. Ich brauche doch entweder ein Auto oder so ein Lüftungsding, oder? Richtig. Wow. Achtung, Sniper. Achtung, was auch immer. Ja. Ich hoffe, da war irgendwer. Wenn nicht, habe ich das jetzt komplett verstreckt. Voll in den Mülleimer rein. Also. Ich glaube, das hat niemanden getroffen. 4 Feinde besiegt. Na, immerhin. Besser wie in Hosen geschissen. Okay, den haben wir auch. Da unten ist so ein Betonmann. Der ist aber auch robust. Was ist das jetzt? Hat er es jetzt? Kannst du ihm aus seinem Betongefängnis irgendwie die Energie rausholen? Oder ihn? Oh. Jetzt haben sie sogar schon grüne Laser auf ihrem Sniper-Ding. Wie ist das? Nicht mal einer dabei, doch. Dings mal doch. Das ist schon geil. Was jetzt genau? Alles? Na, wie diese Kämpfe, über wie viele Etagen das geht und ja, wie schnell das geht und... Man wundert sich ja echt ein bisschen, warum die Marke nicht größer ist. Also die waren alle drei eigentlich schon so Zugpferde für die PS3 und jetzt hat die PS4. Dann sahen sie alle eigentlich ganz ordentlich aus. Mhm. Machten total Spaß, hatten meistens eine ganz gute Geschichte. Die hatten halt... Irgendwie also wollte es niemand so richtig. Also große Verkaufsknüller waren sie jetzt nicht. Ach, ups. Das war, die sind doch damals immer direkt angetreten gegen Prototype und die Prototypes hatten immer die dickere PR-Kampagne hinter sich, oder? Ja. Aber allein schon die das eine oder das andere spielen, das verstehe ich halt nicht ganz. Weil wenn man sowas mag, dann kann man ja auch beides spielen. Mhm. Und das waren halt immer die besseren Spiele.
Wo ist denn der jetzt hin? Warte mal, hier ist doch irgendwie einer. Mit der Panzerfaust, weißt. Die wissen gerade nicht, wo ich bin, oder? Nee. Well, they're gonna find out. Wie geil, der die Dritte gleich zurück. Das ist cool, ja. Schön vor das Schienbein getreten. Wie war das? Du solltest nicht zu viel Aufsehen erregen, oder? Seit 20 Minuten Straßenschlag. Naja, im Schanzenviertel wäre das gerade mal so eine Randnotiz in der Zeitung wert. Ein ruhiger Sonntag. Ich finde, dass diese Nahkampfketten noch nicht genug Bums haben. Da müsste man irgendwie mal was upgraden. So. Well, this conduit sure got a certain style. Kind of nouveau sick. Okay, just need... Let me guess, face and wounds. If it's not too much trouble. All right, there you go. Stand by for wounds. No need. I got a hit on the face. Guy's a drug dealer. Rap sheet's a mile long. Look around for his stash. Might give us a clue why the sniper chose him. Okay, irgendwo müssen wir seine... Hier. Halt. Wie lange der da schon rumstand? Ich hätte gehen sollen. Oi, oi, oi. Holy what? What holy? Delta, are you okay? Neon, yeah, oder? Found our sniper, going after him. Be careful. So. Real original advice. Ich hätte gern was, mit dem ich schnell irgendwo hochkomme. It's okay! It's okay, I'm one of you! I mean, one of us! Huh? Would you slow down? I'm not gonna hurt you! God, especially if you don't slow down! Ich will die Kräfte haben. Stop! Come back! Great. Nice meeting you. Whoa. You get him? No, he ran fast, like really, really fast. Conduit fast, man. Screw flesh-eating death gaze. I want that. Now don't be greedy. Funny thing, man. I just before every shot, you could see the neon sign behind him dim a little. It must be his power source. Head back to the sign. See what you can find. Also, der ist jetzt mehr oder weniger erstmal weg, oder was? Ja. You should see what this guy can do, man. Like lasers or something. I'm telling you, it would be great to have a 1-2 punch like that in smoke when I get to Augustine. Take it easy. We've got to find him again first. So. Treffer. Ach, der ist aber schön hier. Well, one thing this place tells us is that our sniper is a sniperette. Wait, what? You should see this, Reg. It's like the girliest sniper's nest you've ever seen. What does that even mean? I don't know. It's just girled up. Girl stuff. Like the name Brent burned into the wall in girly handwriting. And it is definitely the best smelling assassin's den you could ever be in. Okay. Look, just send me photos of anything you think might help. Ja, jetzt machen wir wichtige Beweisfotos und keinesfalls creepige. Das ist jetzt die Stelle, wo Michi die Stiefel fotografiert hat. Yeah, schon they're like wieder. Size negative.
Wie? Die Kiste ist nicht wichtig. Was ist das? Jane Eyre von Charlotte Bronte. Seriously? A serial killer who reached Jane Eyre? Oh, totally. Jane Eyre is like the female Catcher in the Rye. Brandt. Hat sie nur verschrieben, eigentlich heißt der Bernd. I can't help you there. Das war das Buch, das hatten wir schon. Oben, die Wäsche. Ach, die Wäsche, ja. Anfänger. Okay, those definitely very likely belong to a woman. Like you know. So, anything else interesting? Relax, I'm looking. I guess this counts as interesting. Newspaper clipping or what? Nee, hä? Das da. Ah! Aha. Also wie bei Batman. Mit den Riddler-Fragezeichen. Right. Ja. You know, it's a long shot, but maybe if I run this through the database, cross-referencing the name Brent, get lucky. Das ist aber nicht sehr... You know, if I had smoke and lasers, I could, like, put on light shows in our living room. Oh, that'd be putting your powers to good use. Hey, Reg, I was just thinking about the bras. Well, stop, okay? Seriously, just stop. Okay, I'm thinking, when I get to Augustine, it's gonna be like, boom, smoke, and then once I got on the ropes, it's like, zap, zap, I'll whip out the laser show. Sure, just timing. Good to have a plan. Ta-ta! Schau mal, da oben links sind voll viele Scherben. Name's Brent Walker. One arrest 2 years ago for minor drug possession. Get this. Found dead 2 months later in an alley. Cause of death? A single puncture wound of unknown origin through the chest. I'm sending you the address now. Okay. Yeah, our girl's definitely got a thing against drug dealers. Sure seems like it. It's weird though, man. If she's just killing drug dealers, then why do the news reports make it sound like she's picking off random victims like it could be anybody? Yeah? Well... You'd think the DUP would want people to know the killings weren't random. That if you're not a drug dealer, you're not in danger. That'd sure bring the panic level down. So you're saying what? The DUP is trying to scare people? I mean, their job is to control the panic. Ist ja die ganze Karte voll mit... Wo sind die denn unten? Da unten. Ah. Alright, alright. Uno. Due. Tre. E quattro. So. Da kannst du die Kameras ja auch noch gleich mitnehmen, oder? Wo sind da welche? Ach, diese gelben. Siehst du auf der Karte. Diese schwarz-gelbe. Gefahr. Borus. Mach sie fertig. Die schauen doch schon so aus. Was wie Borussen? Ich kenne mich total gut aus, was das angeht. Das ist wahrscheinlich das Rätsel der Lösung. Die Stadt wurde in Wirklichkeit von Borussen-Fans übermannt. Überrannt. Jeez, these guys are obsessed with me. Die am Eck noch. Die Kameras wären effektiver, wenn die nicht laut pfeifen würden, wenn sie mich sehen. Juhu! Kommen die Bullen gleich angeschissen. Guck. Was machst denn du? Ja, ich stell die sicher. So, Sicherheitsverwahrung. Guck. Die haben nur ein bisschen Rauch in den Kopf gekriegt. Alles ist gut. Ja. Hier ist noch eine Scanstation. Links. Hinter dir. Hinter mir.
Ah. Weg da, Zivilisten, Mann. Nein. Den Zivilisten, Mann, ausgeschaltet. Sehr Bursche. Oh, ich will jetzt gleich mal das Ding kaufen, warte. Ah, da kann man die Leute noch rausholen, bevor ich sie wieder in die Luft sprengen. Was willst du kaufen? Diesen, das ist doch so eine Fähigkeit, mit der du, mit der man Leute umrennen kann. Wo ist denn das? Ah, das ist weiter oben. Sprintangriff. Sprint besiegen. Genau. Ausprobieren. Ja. Voll in den Sperrbezirk rein. Wie macht man denn das dann? Warte mal. Auf einen sich ergebenden verhustenden Gegner. Das ist ja komplett nutzlos dann. Großartig. Schau mal, dass du da wegkommst. Soll ich es mal ausprobieren können? Oh! Das funktioniert ja auch nicht. Was haben wir uns denn da wieder andrehen lassen? Wie neulich beim Sportcheck. Sprintangriff, bitte. Die morgendliche Laufrunde im Englischen Garten auch ein bisschen aufregender ist. Wahrscheinlich haben diese Autos den Unterboden-Dings, damit man da seine Neonkräfte aufladen kann. Ach so. Diese mobile Zapfsäulen. Das erklärt natürlich so einiges. Ja, aber jetzt wissen wir trotzdem nicht, wo die Scharfschützin hin ist, oder? Oder müssten wir dann zur nächsten Hauptmission, dass es... Zum Tatort des Mordes gehen. Dann laufe ich doch da mal in diese Richtung. Aber eigentlich klingt das eher nach einem Job für... mich. Daniel Veit. Aber du könntest hier den Käfig noch aufmachen. Ja. Sind die alle schon weggelaufen? Die stehen da noch, oder? Will da nicht so doll rumhauen, wenn die da alle noch... So, jetzt. Scram. Gut, in der nächsten Folge schaut Daniel sich den anderen Tatort an. Bis dann, ciao. Ciao.